Yo und willkommen zu meinem neuen Let's Play Dead Rising 3 Xbox One Day One Edition. Yo, die habe ich mir gestern gekauft am 22.11. Weil ich jetzt Zeit habe, mache ich jetzt ein Let's Play. Fangen wir an mit, ja, mit A drücken. Okay. Day One. Wieso kann ich das nicht runterladen? Und wieso hat's mich jetzt da rausgehauen? Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Leck mich am Arsch! Ich kann das nicht mehr runterladen. Wie soll ich das machen? Verpiss dich. So, wieder rein. Jetzt nochmal. Willkommen zurück. Willkommen zu Dead Rising 3. Beim Bildschirm einstellen. Jo, passt mal den Kontrast an. Meistens brauche ich den eh nicht einstellen, der passt so. Jo, sieht ja mal schick aus. So. Was haben wir hier? Ein Story-Modus, den Albtraum-Modus. Der soll wirklich richtig knackig sein. Nein, den will ich nicht. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab das gesagt und dann konnte ich es auswählen. Leck mich! Jetzt lädt es gleich leck mich aus. Dann können wir das hier machen. Oh nein. Ich mute mal kurz das Ding hier. Ansonsten online. Gut. Es funktioniert also, können hier unten das Headset muten. Hier funktioniert es per Headset. Bei Kinect geht es mit Headset oder mit Sprache. Optionen, Hilfe. Also nochmal: Story-Modus, den Albtraum-Modus, online können wir zocken. Entweder können wir den Story-Modus hier normal spielen. Also mit Zeit. Die Fresse. Oder ohne Zeit. So, neues Spiel. Machen wir das jetzt wieder an. Zusammentun die Hauptstory-Mission des Spiels so schnell wie möglich abschließen wollen. Bei diesem Spiel kannst du dich mit Spielern zusammentun, die so viel wie möglich vom Spiel erforschen, erfahren und alle Erfolge freistellen, alle Inhalte. Was ist das hier? Dieses Spielstil kannst du dich mit Spielern zusammentun, die eher Gelegenheitsspieler sind, Spaß haben wollen. Bei diesem Spielstil kannst du dich mit Spielern zusammentun, die eher erfahren. Machen wir mal das erste, oder? Nee. Einzelspieler. Jo, machen wir das hier. So, wir spielen jetzt einen Einzelspieler. Ich habe leider keinen Kumpel, der das Spiel hier hat. Schade eigentlich, denn ich bin wirklich ein großer Dead Rising 3, 3 Dead Rising Fan. Ich habe beide Teile durchgespielt und bei beiden, außer beim ersten, das wahre Ende erreicht. Beim ersten habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Mir wird es kommen, als wäre es der schwierigste Teil gewesen. Aber das hier, Dead Rising 3, soll wirklich jetzt der schwierigste Teil werden, vor allem im Albtraummodus. Ja, jetzt lernen wir mal nicht so viel. 7:14 Uhr. Okay, es sieht ein bisschen verwaschen aus. Ich weiß auch nicht warum. Zombie-Infizierungen. Wow! 12 Stunden nach dem Ausbruch. 24 Stunden nach dem Ausbruch. Gezielte Luftschläge werden in die Wege geleitet. Jo, und die landen dann hier unten. Die Armee versperrt die Fluchtwege aus Stadt. Quarantine Area. Aha. Ich will jetzt spielen. Ich darf es bestätigen. Ich weiß, dass es Überlebende gibt. Bestimmt wieder so richtige Freaks wie den Clown, der den Kettensägen jongliert hat. Mann, war das krasse. Vor allem, als der verreckt ist. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wer das Spiel von euch gespielt hat? Fliegt die Kettensäge runter. Das tut so gut. Ah, ja. Und, ja. Also, wem Spaß macht, von der Kettensäge zersägt zu werden, dann noch der noch lacht. Ja. Der kriegt von mir einen Preis. Der muss echt verrückt sein. Okay, jetzt mal wieder, dass alles nachladen muss. Aber hey, Dead Rising 3, Mann. Dead Rising 3! Ah. Ah, da haben wir wieder unsere schönen Bienen. Wer kennt sie nicht? Zerquetschen.
Alles ist weg. Ja, so ist es. Ich muss aus der Stadt rausfinden. Oder wir sterben alle. So, das sind wieder der Protagonist. Scheiße. Ja, Kfz-Mechanik. 12. Komm mal bei uns drauf. Ich frag mich, ob da jemand drin ist. Ja, so. Ja. Zu der Grafik her kann ich gleich mal im ersten Eindruck sagen, dass es so ein bisschen flacher, seht ihr das? Auch so schwarze Stellen und so. So, da hätten sie ein bisschen mehr machen können. Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie hatten, aber anscheinend wirklich nicht so viel. Vor allem hat sie von Microsoft so kurzfristig dann die Engine bekommen. Ihr müsst es was zu essen geben. Ja, ich will essen mit B. Okay. Mit X, mit B aufnehmen, mit X. Ich brauche noch mehr. Okay. So, was ist das hier? Ein Bagel. Ah, Bagels sind lecker. Schon besser. Was haben wir hier? Ich muss das Ding platt machen. Große Brotze. Auf hier. Wir wollen spielen. So. War nicht so schwer. So. Timo. So. Nimm mal lieber die Schaufel mit. Mehr Reichweite. Jetzt gibt. Wir können sogar eine Palette aufnehmen. Ja. Ah, das berühmte Kantholz. Das habe ich so oft eingesetzt. Glaubt ihr gar nicht. Ich hatte meistens dann die ganzen Waffen leer geschossen. Alle waren kaputt. Was nimmt man sich gegen 800 Zombies? Naja, ein Kantholz. Damit schafft man es. Mit kraftvoller Kraft. Ah, okay. Stimmt ja, ja. Ich nicht mehr Tetris gezockt. Irgendjemand hier? Aber es sieht auf jeden Fall richtig düster aus. Nicht so wie im 1 und 2, da war es richtig witzig. Vielleicht ist nur da so, drin was. Ich weiß nicht, abgerundet, alles so plüschig-mäßig gemacht, alles nur eine Verarsche. Und hier ist dann wirklich das Ernst. Wir sind der Nick. Der Nick. Nickelback. Was haben wir hier? Zombies! Die geile Sau! Die geile, jawohl! Zombies klatschen! Oh! Wir haben uns ersprochen! Bis wir jetzt langsam mal wissen, dass wir uns davor nicht mehr erschrecken sollten. Nachdem ich Zombie U gespielt habe, fast fertig, ich bin nicht die anderen Teile. Okay, das sind doch ziemlich viele. Raus hier! Ihr kriegt mich nicht! Geht da weg! Hallo! Okay, das sind viele. Stell dir mal vor, ihr seid hier unten in einer Tiefgarage. Vor allem macht das Licht dann. Oh, fuck, Mann, du Missgeburt! So. Stubbi, ich sag, ich erschreck mich nicht, dann kommt sowas. Sorry, Leute. Ich kann mich vor sowas nicht mehr beherrschen. Geh weg! Geh weg! Das ist dumm! Wie kann ich eigentlich meine Waffen wechseln? Okay. Ey, oh, was haben wir hier? Was ist jetzt los? Verpiss dich mal. Jawoll, Splatter, die Splatter, Mann. Piss dich! Nein! Nein! Was willst du da machen? Ah, shaken. Shake your ass! Watch yourself! Tell me what you wanna do! Shake your ass! Watch yourself! Ja? Boah, meine Arme weg. Und. Boah, Benzin! Benzin! Wir haben. Ich wicke dich! Nein, da war Wasser. Können wir nicht nehmen. Das sind so viele! Ja, komm her, du Dutch. Trink.
Nimm meine Waffe wieder. Und weg hier. Oh, Gott sei Dank. Also, taktische Pistole. Wie kann man jetzt hier die Waffen wechseln? Graf. Der nimmt alles für voll, wenn ich das Ding anhab. So, dann schauen wir uns mal das an. Kinect. Hä? Ah, ich kann die ja verarschen. Ich kann die beleidigen und so. Verspottungen. Das geht alles, okay. Deutsch. Man kann es doch was anderes noch stellen. Steuerung! Reagiert nicht. Haben wir ein. Verfolgerkamera, alles ein. Ja. Wie kann ich meine Sachen jetzt wechseln? Ah, okay. Jetzt habe ich irgendwas weggelegt. Ich will doch nicht feuern. Ich will meine Waffe. Ah! Bam! Ich kann auch damit zuschlagen. Cool. Bam, bam. Bam, 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 bam. Ah ja, hier oben auf RB kann ich die Waffen wechseln. Gut. Zombie, komm mal her. Hallo, ihr Pisser. Hallo, komm mal her. Ja, komm. Wie kann ich die verspotten? Nein, ich will das austauschen. Ach, Digga. Zombies. Vielleicht lassen sie sich ja so aufschrecken, ich weiß es nicht. Ich versuch's nachher mal, mitten in der Menge, ich fang an zu stöhnen. Scheiße, es geht nicht raus. Das Ding ist zugebombt. Mist. Ich bitte dich, Nick. Gib nicht auf. Ich muss zurück zum Diner. Genau. Ja, Los Perdidos. Da ist alles los, ne? Das ist halt wieder ausgebrochen hier in Los Perdidos. Und deswegen haben wir wieder hier Zombies. Was guckst du so? Also wenn ich jetzt irgendwie was sag, dann bedeutet ich wirklich was. Komm, du Fetzer, komm! Nein. Please have ID ready for... Noch. Oh, Scheiße! Yes! Oh Gott! Ich hab kein Auge mehr, komm! Auf geht's! Jawohl. Ja, eine Beckenprellung vom Feinsten. Fast hättest du dein wichtigstes Teil für ihn erwischt. Scheiße! Okay, Peace-Punkten-Quetschung. Ist nicht so mit der zu verachten, ja, also super. Jawohl, Flugzeug incoming! Kinect, anhalten! Jawohl, Microsoft Presents. A Capcom Vancouver Production. Was hat den Haken auf? Dead Rising 3! Woo! Woo! Los geht's, komm! Die Action! Ein paar Psychopaths umbringen. Dass sie so eine atmosphärische Musik mit reinnehmen. Das ist so untermalen.
mal irgendeinen Rock oder so zeigen. Vielleicht wird es ja wirklich wieder so wie der ist. Hoffentlich. Hoffentlich wird es so gut werden. Ich brauche mich nicht mal wieder ein Super-Zombie-Spiel. Jawohl! Und der nächste, rein damit. Dreck muss weg. Nichts! Was geht? Ist die Antwort. Jawohl! Fick die Henne, Mann, sind da viele. Ay, amigo, Dios mio, ay, caramba. Was haben wir hier? Oh, Benzin. Nein, ich will das wechseln. Ja, genau, die Feuerachs. So, jetzt. Kommt! Hohe Scheißwünsche. Wuhu! Oh, I need some coffee. I need some fucking coffee. Aber auch die Taschenlampe austauschen, die schießt für den Nutzen. Also nicht so. Warte, ich helfe dir. Wo ist sie? Wo ist sie? Emily, du bist geworfen! Ja, jetzt ist sie tot. Oh Mann. Schweine! Große Rose. Ah. Jawohl. Cindy, bleib hier. Cindy aus Marzahn, komm zurück. Ich will doch nur überleben. Ah. Was haben wir hier? Ein Reifen. Nein. Komm her! Hey Zombies! Ja, Spika! Kommt her! Ja, kommt! Kommt her! Ich hör'n! Komm her! Das ist Sparta! Weg hier, weg hier, weg! Es sind viel zu viele! Ich hätte niemals so viel haben! Komm her! Schnappe! Komm her! So eine Scheiße! Yo. Ein Riesenkick. Da ist er. Ich will meinen Riesenkeks essen. Oh, ein Bogenmesser. Ey, aber eine Grafikverbesserung ist wirklich. Also, ich wollte vorhin nicht sagen, dass das Spiel so gut ist. Das. Ich komme, meine Fans. Fuck, sind das viele? Die haben mich übertrieben, Capcom, echt nicht. Kinect, Artilleriefeuer. Kinect, totale Vernichtung. Totale Vernichtung. Wieso macht Kinect nichts? Fuck. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann, ciao. Verpisst euch, Mann.